Max Rentschmidt im Deutschen Haus, seit 3 Tagen in Rio angekommen. Wie sind die ersten Tage verlaufen? Da gab es schon ein bisschen Ärger, habe ich gehört. Ja, Ärger jetzt nicht direkt. Es war ein bisschen stressig. Wir mussten die Boote vermessen, beziehungsweise die Anreise war eigentlich gut verlaufen im Flieger. Mhm. Und wir mussten dann die Boote vermessen lassen, beziehungsweise die Boote dann auch bekleben lassen mit den Aufklebern, die für den Wettkampf nötig sind. Mhm. Namensaufkleber, olympische Zeichen und so weiter. Und die Wettkampfkleidung vorzeigen, beziehungsweise die Boote dann nochmal für den Wettkampf speziell einstellen, ein bisschen trimmen, dass die für die Verhältnisse hier optimal sind. Mhm. Und da waren wir schon ein bisschen mit beschäftigt und sind jetzt auch ganz froh, dass wir es geschafft haben und uns jetzt wirklich auf die Spiele oder beziehungsweise nächste Woche auf die Wettkämpfe konzentrieren können. Sind Ihre ersten Spiele hier in Rio im Zweier und im Vierer, dürfen Sie gleich ran. Wo sind die Chancen besser? Die Chancen sind eigentlich beide gleich gut. Den Zweier bin ich natürlich seit 2013 mit meinem Zweierpartner Markus Groß am Fahren. Mhm. Da haben wir schon große Erfolge, mehrere Weltmeistertitel und Europameistertitel einfahren können. Den Vierer sind wir dieses Jahr das erste Mal gefahren, in Radschaum Weltcup, konnten dort gewinnen. Und ich persönlich würde die Chancen gleich einschätzen. Mhm. Zweimal Weltmeister im Zweier sind Sie schon. Welche Farbe soll die Medaille haben hier in Rio? Ja, natürlich. Ich glaube, jeder Sportler fährt zu Olympischen Spielen, um Gold zu holen. Was es am Ende wird, wissen wir nicht. Wenn man einen guten Tag hat, kann es Gold werden. Wenn wir schlechten haben, kann es auch kein Edelmetall werden. Aber die Eindrücke sind schon super, die ich hier gemacht habe. Mhm. Und ich bin gespannt, was nächste Woche rauskommt bei den Wettkämpfen. Familie und Freunde sind nicht hier, sondern zu Hause. Was läuft da ab? Zu Hause in Ramersdorf ist natürlich die ganze Verwandtschaft, ganzen Freunde, alle sind natürlich tierisch gespannt, wie es ausgeht, wie ich fahre. Und dann gibt es ein Public Viewing und die feuern mich dann alle an. Wir drücken fest die Daumen. Vielen Dank. Und vor dieser großartigen Kulisse wird Max Rentschmidt um die Medaillen kämpfen.